sollten wir auch. Ja. Und wir sind live. Super. Danke, Bianca. Also, Hallo, willkommen. hallo Internet. Genau, ich hoffe, ihr könnt uns sehen auf Twitter, LinkedIn, Facebook, wo auch immer ihr zuschaut. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und genau, vielleicht gibt uns ein kurzes Lebenszeichen. Das freut uns dann umso mehr, vor allem am Mittwochmittag, am Montagmittag. ich bin schon hier zurück in die Zukunft. Wie zum Beispiel der Axel, der auf YouTube zuschaut. Klasse Choice. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Bin auf das heutige Thema schon gespannt wie ein Flitzebogen. Und dann Alex, welcome back. Sehr gut. Danke, ich freue mich auch schon wieder dabei zu sein. Genau. Der Armin, schönen Mittag an das wiedergenesene Team, also beziehungsweise an das wiedergenesene Teammitglied hier. Genau. Und bei dir war es ja wirklich, also es war ja eine kleine Odyssee. Mittlerweile ist auch der Kaspar reingekommen hier in den StreamYard. Wir nehmen ihn auch gleich rein, tun ihn natürlich da nochmal Gebühren vorstellen, während ich hier nochmal ganz kurz die Leute aus den Kommentaren begrüße. Guten Morgen, bin noch NFL geschädigt, aber hallo, was für ein Spiel auch. Ja, also das war ja wirklich super crazy. Buffalo Bills genau, ihr wisst schon, Kansas City Chiefs. Krasses Spiel, also wirklich so auch in der letzten Sekunde. Und ich meine auch das Spiel da mit Brady, dass er auch dann irgendwie noch lange Zeit sahen sie da wieder klare Verlierer aus, nochmal rangespielt, in der letzten Sekunde verloren. Wahnsinn. Also ich kann es nachvollziehen, lieber Stefan, und nicht nur du, wahrscheinlich auch ganz halb Hustauf, ist dann noch ein bisschen im NFL-Koma. Also wie gesagt, geh den Tag ruhig an, aber cool, dass du auf jeden Fall heute Mittag bei uns dabei bist. Fühlt sich auch ein bisschen an wie Arbeit. Ne? Man hat was gelernt, man hat was gehört. Ne? Fühlt sich ein bisschen an wie Arbeit, aber genau, man hört eigentlich nur zu. Genau, der Sascha ist dabei. Hallo, wünsche eine schöne Woche. Die wünsche ich mir auch, lieber Sascha. Cool, dass du wieder mit dabei warst. War sogar an seinem Geburtstag da, Alex. Genau, ich hatte das durch Zufall wieder gelesen und ihn dann konnte ich ihm noch gratulieren. Der Michael, die Woche fängt gut an mit der täglichen Dosis. So ist es. Ne? Also tägliche Dosis SEO oder auch Drogen. Ja, wenn man das täglich nimmt, ja, geht es einem gut. Was für Oh ein Mann, Markus, ey. Nee, Schwan. Ich hoffe, ihr könnt das alle sozusagen einschätzen. Sind ja alles kluge Menschen, die hier zuhören. Genau, da kann man auch mal so einen Witz Deswegen machen. gibt es uns nur eine Stunde, weil alles andere ungesund wäre. Genau. Nee, also sorry für diesen komischen. Aber es mit dieser täglichen Dosis und genau, kam einfach jetzt gerade. Also Michael hat mich hier entheißt. Der Christian ist auch mit dabei. Servus in die Runde. Servus, Christian. Cool, dass du mit dabei bist. Auch ein Name, den wir nicht häufig in den Kommentaren lesen, dann freuen wir uns umso mehr, dass du dich offenbarst und auch hier mit kommentierst, lieber Christian. Der Christian schaut übrigens auf LinkedIn zu. Seid schlau, wie der Christian schaut auf LinkedIn zu. Ich habe auch auf Clubhouse wieder mal den Link geteilt. Geil, sehr gut. Ah, sehr gut. Ich habe immer noch nicht meine Clubhouse-App Und geupdatet. Go Ninas. Go Niners, 49ers, die zum Glück, aber das war ja schon Samstag, das Spiel, die zum Glück gegen die Green Bay Packers mit dem Impfverweigerer Aaron Rodgers. Also, ich finde ja auch tolle Banane. Also, da war ich natürlich auch für die 49ers und genau, haben auch knapp gewonnen. Also, richtig super knappe Spiele, ist wirklich spannend. Genau, der Kasper sagt: Ich bin Backstage, ich sehe dich, lieber Kasper. Genau. Genau, ich muss hier nur noch kurz die Leute begrüßen. Der Wolfgang ist wieder zu. Wolfgang, Alex, wie schön. Also der Alex ist immer schön, aber natürlich gesünder, umso schöner. Genau. Wir gehen gleich noch auf deine Krankheitsgeschichte ein, ganz kurz. Pax, was für eine D-Schlacht. Ach, Pax, was für eine Defensive-Schlacht. Also man sieht ganz viele NFL-Fans hier scheinbar mit drin. Boah, ich bin ja total der Noob, ich kenne mich da null Oh, aus. krass, Wahnsinn. Ich habe in Amerika auch Football gespielt. Ich habe hier Football gespielt bei den Munich. Nicht bei den Cowboys, genau, bei den NFA Monarchs, Munich Monarchs. Genau. Jochen Weiland, der Jochen wieder. Servus, eine tolle Woche zusammen aus Filderstadt. Na dann, liebe Grüße nach Filderstadt. Schön, dass Alex wieder da ist, aber hallo, da freuen wir uns alle drüber. Der Matthias, Jo. von mir aus auch einen schönen Mittag. Juhu, jetzt sind wir wieder komplett. Super, aber hallo. Genau. Der Adam, grüezi en dzień dobry. Da weiß schon jemand, wir haben da jemand, der des Polnischen mächtig ist, heute als Gast. Ne? Und da kommt der Adam gleich hier mit polnischem Fachwissen. Ist auch wirklich das Einzige, was ich kann in Polnisch. Dzień dobry. Genau, aber wirklich, I love the effort. Cool, dass du mit dabei bist, lieber Adam. Der Martin, der darf nicht fehlen. Mahlzeit. Breitenbach back on stage. Aber hallo, da gehört er hin. Der Henning Richter ist, moin Henning, cool, dass du mit dabei bist. Ich auch. Monarchs. Ach du, du bist da auch bei den Monarchs gespielt. Guck mal an, haben wir vielleicht zusammen Football mal gespielt vor mindestens 20 Jahren. Linebacker 59. Genau, ich war.
Ich war die Nummer 12, Wide Receiver und bin ich jetzt doof? Siehste, so Du kommt's. bist viel gerannt, oder? Ja, Logo, Logo, Logo. Ich weiß noch, wir haben einmal Fußball in der Soccer Arena ge gespielt und dann bist du die ganze Zeit gerannt. Ich habe kaum einen gesehen, der so viel gerannt ist wie du. Ja, ich Das habe war mir den total Finger dann lustig. verletzt. Ich bin ja dann noch mit dem verletzten Fuß dann irgendwie da hochgehumpelt, wo wir irgendwie noch ein Bierchen getrunken haben. Irgendwie. Ja, das war eine totale Katastrophe. Aber war lustig. Also auch mit dem ganzen Team zu machen, ne, war echt geil. Der Akif ist mit dabei. Moin, moin aus Hamburg. Cool, Akif, dass du wieder mit dabei bist. Und der Alex, für wen fiebert ihr beide, Nele und du, diesen Playoffs mit? Scheinbar gar niemand. Die Broncos können ja entspannt zugucken. Aber hallo. Also ich glaube, dann fiebert Also, jemand mit, oder? ich hab mir sagen lassen, die eine Mütze, die ich gerade im ersten Lockdown immer wieder auf hatte, dass so ein Broncos-Logo drauf ist. Ich habe aber null Verbindungen zu denen. Das ist einfach nur über Nele dann entsprechend gekommen. Ansonsten kenne ich mich echt nicht aus. Genau, dann wird es auch nicht geschaut. Ist auch gut, wie gesagt, dann kann man wenigstens mal schlafen. Genau, und auch der Super Bowl ist ja immer so eine Sache, irgendwie schlafe ich oder gucke ich mir an. Genau, weil am Morgen kann man das Ergebnis irgendwie auch nicht ausweichen, das Ergebnis zu sehen. Aber egal. Der Viv Goy oder die Viv Goy, Hallöle aus dem Hamburger Ding und go Mahomes. Also wir haben ja auch Mahomes für dich, lieber Alex. Das ist der Quarterback der Kansas City Chiefs, die übrigens nicht im Staat Kansas City spielen. Das muss, egal, whatever. Hat man jetzt auch falsch gesagt. Also die Es wäre Wiffs wie wenn der FC gibt Bayern München in Hamburg wäre, oder wie? es. Es ist sowas ungefähr. Ja, es ist eher, das ist der nebenliegende Staat. Man denkt immer Kansas City, ne? Gehört zu Kansas, aber gehört es gar nicht. Die Nadine ist auch mit dabei. Servus, liebe Grüße aus Berlin und einen guten Wochenstart für euch. Den wünschen wir dir auch, liebe Nadine. Cool, dass du mit dabei bist. Und der Thorsten, der darf uns letztendlich nicht fehlen, der sagt Moin, wir sagen Moin. So gehört sich's. Cool, Thorsten, dass du mit dabei bist. Klasse. So, und oh, hier noch ein paar. Hier sind auch noch ein paar Marcus-Homies. Mal Homies. Ich glaube, Ah. das ist so ein Düdüms. Der Ralf. Geil. Ich dachte gerade, ey, was? Hä? Ich glaube, Wie? der Ralf hat in der Witzkiste geschlafen In oder der Witzkiste geschlafen. ein Clown gefrühstückt. Ein Clown. Genau, dann würde ich sagen, oh, ich, genau, ich habe mir das ja noch gar nicht richtig arrangiert. Ich glaube, eine Sekunde gibt es mir noch. So, nämlich dann begrüßen wir jetzt mal unseren Gast, weil wir haben ja heute einen Stargast. Das ist ein bisschen anders wie sonst. Normalerweise machen wir am Montag die News, fassen da immer so ein bisschen zusammen, was über Wochenende so passiert ist, während auch noch der Vitus reinkommt. Moin, alle, lieber Vito. Ja, lieber Vitus, sorry, ich habe es mir jetzt so klein gemacht, das kann ich mir richtig lesen, kann man hier ein bisschen größer. Also cool, Vitus, dass du mit dabei bist. Und nie, ach so, genau, das ist wieder so ein Spam-Kommentar, der guckt, ob Spam-Kommentare stehen bleiben, damit man das weiter spammen kann. Ne, alte Technik, genau, kannst du ja bei uns sparen. Aber es ist immer entertaining, also mach gerne weiter mit. Wir bleiben natürlich gerne up to date, was so der latest Spam aktuell ist. So, und genau, schon gesagt, wir haben einen tollen Gast heute. Heute am Montag, wie gesagt, normalerweise machen wir am Montag nur eine News-Show, aber er hat nur montags Zeit und er ist so ein Stargast, da biegen und brechen wir natürlich alles. Das ist natürlich ganz klar, um ihn da auf die Bühne zu holen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, dann machen wir das heute am Montag zur weiteren Woche. Wir sind morgen auf Sendung. Morgen machen wir dann die News. Wir haben auch wirklich einige interessante Sachen. Ich will wirklich heute nur eine News promoten. Den Rest diskutieren wir morgen. Da ist ja auch das eine oder andere passiert. Ne? Es gibt einen neuen Robots.txt-Tag und was weiß ich auch immer. Also es wird auch sicherlich spannend, morgen reinzuhören. Auch wenn das jetzt aufsehenerregender ist, als es klingt, weil ich werde auch noch nicht schlau draus. Sehen wir da morgen. Oder Und vielleicht hat der Kasper kurz Infos genau, dazu. vielleicht war es auch der Kasper, aber ich will gar nicht darüber reden, weil der Kasper weiß so viele spannende Sachen. Da will ich ihn lieber über die Sachen reden lassen, als über das. Und keine Angst, ich höre auch bald auf zu reden und lass bald den Kasper reden. Wirklich, das ist deutlich spannender, was er zu erzählen hat. Genau, was wollte ich noch sagen? Genau, und am Donnerstag sind wir noch. Nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag. Da machen wir dann auch nochmal eine News-Show. Und diese Woche sogar auch wieder 302 of a Kind. Und morgen, by the way, morgen später Nachmittag, bin ich noch bei einem Trusted Shops Webinar, einem Meetup, wo ich einen Vortrag darüber halten darf, wie man möglichst ja, umweltfreundliche grüne Webseiten bastelt. Also von dem her auch da meldet euch da gerne zahlreich an. Genau. Übrigens, der Vitus, ich bin neu in Deutschland, bitte. Ja, du, kein Thema. Das war einfach, ich mache immer Späße, wenn Leute irgendwas daneben tippen. Genau, passiert mir selber auch. Also das ist alles cool. Vitus, geil, dass du dabei bist. Freut uns, dass du einschaltest hier an deinem Montagmittag und den Mittag mit uns verbringst. So, also, without much further ado, wir haben einen spannenden Gast heute und den will ich natürlich gebührend vorstellen. Deswegen share ich auch mal direkt meinen Screen. Genau, ich hatte es ja schon angekündigt, es geht heute um
Kasper Szymanski. Genau, habt ihr sicherlich auch schon gehört. Also auf jeden Fall mal, wenn ihr ein bisschen länger in der Branche unterwegs seid, weil der Kasper hat sich ja wirklich einen sehr, sehr guten Namen gemacht, was natürlich auch noch sehr aus seiner Zeit bei Google herrührt, wo er insgesamt fast 8 Jahre, glaube ich, war. Also ich glaube, 7,5 Jahre war er bei Google. Genau, ich musste sogar vorher noch mal ganz kurz hier in sein LinkedIn hier reingucken. Ne? Gestartet als ein Search Quality Associate, ne? Dann Senior Search Quality Associate, Search Quality Strategist, ja, Managing High Visibility Web Spam Fighting. Ne? Darüber wollen wir natürlich heute unbedingt reden, aber im Besonderen geht es um diesen Artikel hier, den er geschrieben hat, nämlich um Serverlogs. Wir wollen über Logfallanalyse reden, aber wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen über seine ehemalige Zeit bei Google. Genau, hier ist er, der Kasper, und deswegen begrüßen wir ihn jetzt auf der Bühne. Rumble. Ich würde sagen, ein tosender Applaus, dass man ihn bis nach, ich glaube, Berlin wohnt er aktuell, schaltet sich aus Berlin ein, also dass man ihn bis Berlin hört. Bitte, Ladies and Gentlemen, der Unvergleichbare, unser Gast heute, Kasper Szymanski. Könnt ihr mich hören? Wir können dich Ja. hören. Dzień Ist dobry. es okay oder habe ich ein schreckliches Echo hier? Weil nach dieser Ankündigung hätten wir uns eigentlich, habe ich mir überlegt, wir hätten uns eigentlich besser vorbereiten müssen. Und das ist das allererste Mal, dass ich StreamYard benutze. Ich hoffe doch, dass das Audio einigermaßen okay ist und dass alle super, dass alle was davon haben. Danke. Audio ist Markus. okay, Applaus kommt auch. Genau, hättest dich besser vorbereiten müssen. Übrigens, lustige Line, sagen wir auch immer, sagen wir jeden Tag. Oh, hätten wir uns mal heute besser vorbereitet. Ja, das Das könnte ein Leitspruch werden. Ich muss schon sagen, ich werde versuchen, der Erwartungshaltung gerecht zu werden, aber es ist nicht einfach, ja, nach so einer Ankündigung. Aber ich muss auch gerade zurückdenken an das allererste Mal, als ich bei dir in der Sendung war. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, 2006 oder 2007 war es. Und das war noch inkognito und unter ganz anderen Bedingungen. Und damals war es auch schon fantastisch toll. Ich durfte ja nicht so viel preisgeben damals. Es ist einfach mal jedes Mal Freude, bei dir zu sein. Schön, dass ich dabei sein kann. Vielen, Danke, vielen Dank. Kasper. Danke, dass du unser Gast bist. Also wirklich super cool, dass das mal geklappt hat hier bei uns in der täglichen Dosis SEO. Und du sagst es gerade, wo du zum ersten Mal in der Sendung warst. Du redest natürlich noch von Webmasters on the Roof. Hier, Friday Night, Gott hab ihn selig. Genau, du redest von den Webmasters on the Roof. Aber ich habe nämlich mich zurückerinnert und habe überlegt, wann haben wir uns eigentlich das erste Mal getroffen? Und ich weiß es sogar noch ganz genau, weil ihr saßt im Auditorium der Web 2.0 Expo. In Berlin ist die. Mit Uli Lutz. Uli Lutz, der Jan Ja. Backes saß da auch noch mit drin. Ne? Genau, also der Jan, Uli und du, ihr saßt da zu dritt in der ersten Reihe, ja, hattet Google-Shirts an und da dachte ich schon, oh Haben wir. shit, ja, was erzähle ich jetzt hier? Und da sitzen Das hat ja Google. ganz gut geklappt, ne? Wir hatten ja nicht lange gebraucht, bis wir warm geworden sind. Und dann haben wir noch ziemlich lange miteinander gesprochen. Aber hallo. Nee, und wirklich, also das war der Startpunkt unserer Freundschaft. Also es war wirklich, wir haben so lange da noch gequatscht. Und so, ja, hat sich das Ganze da entsprechend entwickelt. Genau, ich glaube ja auch, der Uli ist dann ein bisschen früher raus, der Jan ist dann ein bisschen früher raus. Ich glaube, von den dreien warst du noch am längsten im Search Quality Team, oder? Nehmen, glaube ich, ja. Aber hey, ich habe dich reden lassen. Ich glaube, ich habe an dem Abend mehr von dir gelernt als du von mir. Ja, das befürchte ich leider auch, ja. Und was du dann sagst hier, wo du anonym dabei warst, genau, da haben wir auch die einige Shenanigans gemacht. Es gibt auch noch diese legendäre Folge, wo wir damals gegen dich und ich glaube, Jan aus dem, genau, auch aus dem Search Quality Team, wo wir gegeneinander Tischkicker gespielt haben auf dem Es Dach. war aber nicht fair. Also ich muss Auf auch dem ganz Dach. ehrlich sagen, Jan, in meinem Team war es nicht fair euch gegenüber. Ach so, es stimmt nicht. Ach so, stimmt, genau. Nein. Sowas nicht, stimmt. Aber. Ja, also ich kann mich daran erinnern, ich meine, dass das Spiel dann doch zugunsten von den damals noch Google-Leuten ausging und das ist ja leicht zu erklären. Also Jan ist ja wirklich so der Lewandowski der Kicker-Szene. Ich weiß nicht, Wow. ob er immer noch ist, aber Mit damals Schuhschuhen auch, ja, war schon krass. sehr beeindruckend. Der war wirklich sehr motiviert bei der Sache. Aber hallo. Genau, ihr habt uns auch abgezogen, das weiß ich noch. Es war eine vernichtende Niederlage gegen uns. Und das Lustige war auch, wir durften ja euren Namen nicht sagen. Und dann haben wir aus dir, habe ich dann den Benju Quickly gemacht. Ich glaube, das war damals. Du hast uns so Nicknames verpasst, wobei, ja, das war jetzt nicht so wirklich schwer nachzuvollziehen, wer was ist. Und ich glaube, im Anschluss hast du uns sogar T-Shirts mit entsprechend aufgedruckten Namen ins Büro zukommen lassen. Und die haben wir dann tatsächlich sehr gerne getragen.
Ja, zur Verzweiflung manch anderer Kollegen. Also, es war schon sehr, sehr cool. Das hat Oh. alles sehr viel Spaß gemacht. War eine coole Zeit damals. Vor allem, du hast auch ein T-Shirt getauscht, wenn du dich Ja, auch erinnerst. gemacht. Ja. Ja, ich habe ein T-Shirt, das dann auch, als das Matt Katz mal gesehen habe, dass ich dieses T-Shirt habe, hat es auch intern, ja, also ich glaube, da warst du aber schon raus. Also ich weiß noch, weil ich war da schon sehr vorsichtig auch, aber ich hatte quasi so ein internes Google-T-Shirt aus dem Search Quality Team mit dem, was, I don't Das love mit dem gelben Logo. spam. Das, ich, nicht mal ich habe dieses T-Shirt. Das einzige T-Shirt, was ich aus der Zeit habe, beziehungsweise aus ungefähr der Zeit, was ich noch im Kleidungsstück habe, was ich sehr schätze, ist das Hemd, was wir gekriegt haben. Oh, nee, ich glaube, Hoodie war es gewesen, vom SEO Oktoberfest. Und das ist aber ganz was anderes. Und das trage ich immer noch sehr gerne. Ist Top-Qualität. Den ganzen Google-Kram habe ich mittlerweile nicht mehr. Das hat es einfach nicht durchgehalten. Das ist schon zu lange her. Ah, gerade du, ich habe einige, die du mir geschenkt hast. Du hast mir zum Beispiel auch das ganz Geile geschenkt, als ich dich damals besucht habe in welchem Land? Dublin. In Dublin, in Dublin. Genau, Ja. in Dublin besucht habe. Da hast du mir das geile klingonische Google-Shirt hast du mir da geschenkt. Ich glaube, das war auch sehr, sehr selten. Das habe ich auch noch zu Wir müssen Hause. uns mal wieder in Dublin treffen und mal wieder Mittagessen gehen. Ja, boah, ey, das war sowieso. Hey, oh, jetzt fällt mir wieder ein, was wir in Dublin alles gemacht haben. Ha! Oh, Mal shit. gucken, ob meine ehemaligen Kollegen dann noch dabei sind, wenn wir zum Mittagessen kommen Oh, wollen. also wie So gesagt, finden wir eine Alternative. sollen wir das nochmal so machen? Da wäre ich nochmal dabei, weil das war legendär. Also das war richtig cool. Hat eigentlich Oh. alles, was wir gemeinsam angefasst haben, haben wir viel gelacht und viel Spaß gehabt und es war wirklich cool. Wahnsinn. Ja, war eine Wahnsinnszeit, Wahnsinnszeit. Und wie gesagt, das war das erste Mal, dass wir uns kennengelernt haben. Das war an diesem 4. November 2007. So, also mal gute, ja, fast 15 Jahre entsprechend her. Krass, das Ding hat auch 30.000 Views hier, diese alte, uralte Präsentation. Das ist ja echt Wahnsinn. Es ist deine Präsentation, das ist deine Präsentation. Genau, das ist meine Präsentation, genau. Genau. Lalalala. War Ach doch so, vor dem Slidestorm. geil. Ich habe am Anfang habe ich einen Quiz gemacht. Wer wird Millionär? Ja, das ist ja lustig. Aber ich meine, 15 Jahre alt. Ich glaube, das müssen wir nicht mehr durchgehen heute. Wie geil. Das ist ja total lustig. Also genau, also wer Bock hat. Heutzutage ist dein Tempo auch deutlich schneller, wenn du was präsentierst. Ja, genau. Ja, ganz anders, war ja auch ganz, also noch sehr am Anfang. Also, genau. Und es war, ja, war wirklich geil. Da fällt mir ein, wir könnten auch mal hier Retro-Sliding machen, mal so alte Präsentationen wieder aufwärmen Das und wäre mal. peinlich für mich. Nee, das möchte ich nicht. Ja, geil. Wie gesagt, vielleicht fange ich mal an und vielleicht traut sich dann doch der eine oder andere. Aber mit dir wollen wir ganz andere Sachen entsprechend noch bereden. Wir übrigens auch der Jochen reinkommt. Servus Jochen, cool, dass du wieder mit dabei bist. Hey Jungs und Mädels. Genau. Und ich hatte nämlich hier noch das von den Search Brothers rausgezogen. Und das wäre vielleicht nochmal meine erste Frage. Oh, über diese News muss ich noch diskutieren. Auch mit dir, weil das ist so ein Ding, das haben bestimmt einige hier gesehen. Aber machen wir es erstmal eins nach dem anderen. Vielleicht stellst du dich nochmal sozusagen so ein bisschen, nochmal ein bisschen genauer vor, weil jetzt habe ich mal so, wie, du hast mal für Google gearbeitet, 8 Jahre. Jetzt machst du dies, jetzt machst du das. Vielleicht stellst du mal ganz kurz nochmal so aus eigener Perspektive vor, wie du vielleicht auch damals so zu Google gekommen bist und wie sich das Ganze seitdem entsprechend entwickelt hat. Okay, das können wir gerne mal machen, aber vielleicht kurz, weil ich glaube, die Leute sind echt sogar mehr interessiert in den Inhalten. Danke, also deine Intro war ja schon phänomenal, fantastisch. Ich bin tatsächlich 2006 zu Google gekommen. Damals war es sehr, sehr nebulös. Also die Beschreibung von dem, was man machen würde, beziehungsweise wo man mitmachen würde, das war so vage. Es war alles eine große Überraschung, als ich dann bei Search Quality Team am Ende gelandet bin. Und es hat am Anfang von vornherein eigentlich super Spaß gemacht. Das wäre fantastisch. Man musste alles aber sehr im Geheimen machen. Und wir haben dann irgendwann mal angefangen, so im Laufe von 2006, 2007 auf Konferenzen zu gehen, tatsächlich beizutragen, nicht nur zuzuhören, sondern auch ein bisschen Informationen preiszugeben, auch um Matt ein bisschen in Europa zu entlasten, weil Matt war ja er war ja das Vorzeigeschild, die Vorzeigeperson damals für Google-Suche, aber halt eben in den USA. Und wir hatten ja eigentlich niemanden, der uns unsere Stimmen hier hören würde, wo auch Webmaster auch Feedback natürlich geben könnten. Und das hat sich super entwickelt.
Wir haben dann ganz oft an Konferenzen teilgenommen, es war fantastisch. Und aber natürlich Spam bekämpft, ja, so wie es auf der Website dran steht, so wie es an Links dran steht. Und die Erfahrung war natürlich fantastisch, weil es ist ja nicht nur die Insider-Erfahrung, die man jetzt weiterverwenden kann, die man an Kunden weitergeben kann. Es ist auch die Erfahrung, mit so vielen Seiten gearbeitet zu haben, die einem natürlich großartig dabei unterstützt, dass man Kunden wirklich ganz spezifisch beraten kann. Und das machen wir heute noch. Ich mache das mit einem anderen ehemaligen Kollegen, mit Philipp Wiese. Genau, das ist der große Holländer. Der ist wirklich ein riesengroßer Holländer. Der spricht jetzt nicht ganz so fließend Deutsch, aber auf Englisch wäre es vielleicht auch mal was für euch. Aber ich lasse euch das mal ausdiskutieren. Ihr kennt euch auch, ein sehr Oktoberfest-Bruder. Und das machen wir jetzt mittlerweile seit 2013. Und war wiederum eine Entscheidung, die sehr glücklich war. Das macht wahnsinnig Spaß. Ich mache es sehr, sehr gerne. Und ja, eines jener Vorteile da von dieser beruflichen Entwicklung ist nicht nur, dass man Kunden helfen kann, aber auch wirklich, dass man Sachen macht, die man gerne tut. Und eins davon ist natürlich, bei dir in der Show zu sein. Das ist schon ganz klar. Geil. Also ich muss auch sagen, es ist jetzt schon länger jetzt nicht mehr der Fall gewesen, aber ich hatte doch also wirklich den einen oder anderen ja da auch wirklich zu euch rübergeschickt, vor allem wenn es um solche Penalty-Situationen ging. Also wirklich so heikle Geschichten bezüglich Link-Building, wo irgendwas schiefgelaufen ist oder wo Link-Building-Penalties entsprechend hier aktiv wurden. Und da habe ich immer Philly und dich empfohlen und wie gesagt, ich habe 100% also Leute, die immer gesagt haben, danke für die Empfehlung, war sensationell, aber ihr habt da wirklich helfen können. Und das fand ich immer wirklich halt gut, weil es dann teilweise wirklich Probleme waren, sagen was auch über Standarderfahrungen und dergleichen halt hinausging. Ja, und da konnte ich euch immer empfehlen. Und ich weiß, also Leute waren immer dankbar und ihr konntet wirklich immer das Problem dann auch lösen. Weil wie du sagst, du hast so ein bisschen noch dieses Insiderwissen, aber letztendlich schon diese ja einfach Erfahrung, ne, einfach mit so vielen Seiten gearbeitet zu haben, dass man dann doch wirklich, okay, wahrscheinlich liegt da das Problem bei dir. Ist das immer noch ein Hauptaugenmerk bei euch, gerade diese Anti-Penalty-Geschichten oder mittlerweile auch mehr so die ganzen neuen Standardgeschichten? Beides. Wir machen immer noch sehr, sehr viel wir arbeiten mit Kunden, wo die Erwartung einfach eine andere ist, als wo die Seite gerade im Moment ist. Das kann eine Strafe sein, muss es aber nicht. Und die Erfahrung, von der wir vorhin gesprochen haben, das fließt natürlich mit ein. Also Strafen ja. Aber wir haben auch unsere eigene Infrastruktur. Da ist natürlich von Vorteil, dass Philly ein Search Developer bei Google war. Wir haben Tools für uns selbst aufgebaut und wir verwenden entsprechend meinen Kunden. Und das ist eben ich denke, das ist ein Ansatz, den man vielleicht als zwei Seiten eine Münze betrachten kann. Die Erfahrung, aber auf der anderen Seite sehr viel Technologie und sehr, sehr viel Daten. Wir greifen dann wirklich Unmengen von Daten ab. Also wir haben dann mitunter Backlink-Profile im mehrstelligen Milliardenbereich, ja, zweistelligen Milliardenbereich passiert durchaus mal. Das sind sehr große Websites. Und das kann man alles machen. Aber man muss dementsprechend die Infrastruktur haben. Und dieses Alleinstellungsmerkmal, ja, es ist schon toll, wenn man das einfach zu Tisch bringen kann. Mega. Genau, übrigens, der Hans ist gerade auch bei ins Clubhaus gekommen. Servus, Hans, cool, dass du mit dabei bist. Hier der Ralf Kasper, kann es sein, dass du vor ein paar Jahren mal bei der Brighton SEO einen Vortrag zu den Google Quality Insights gesprochen hast? Kann ich mir gut Und vorstellen. ja, und ich war schon lange nicht mehr in Brighton. Ich würde gern wieder, aber seit 2 Jahren ist es ein bisschen schwierig für mich, auf Konferenzen zu gehen. Ich glaube, es geht den meisten so. Also, es ist wirklich wahr. Wir gehen mit Philly meistens dann abwechselnd nach Brighton. Brighton ist sehr, sehr wichtig für mich und für uns. Ich denke, für die meisten eigentlich in der Branche, weil einfach da sehr viele Leute zusammenkommen, die was drauf haben, aber auch sehr viele Leute kommen, die potenziell von den Dienstleistungen was haben können, die davon profitieren können. Allerdings war es in den letzten Jahren natürlich schwierig, ne? Das Reisen, die Planungssicherheit ist nicht gegeben. Man kann zwar ausmachen, ja, ich werde da sein, aber dann ist die Enttäuschung doch groß, wenn man halt nicht reisen kann, weil die gerade die nächste Welle ist. Mal schauen, wie es dieses Jahr ausschaut. Ich würde mich freuen, wieder einer von uns beiden da ist, entweder ich oder Feli. Aber versprechen möchte ich es nicht. Ich war selbst letztes Jahr auf ganzen 2 Konferenzen, wo ich die Gelegenheit hatte, von die Zuhörer an meine Erfahrung teilhaben zu lassen. Und das ist halt gar nichts. Ne? Es waren früher im Jahr schon, ich würde sagen, gefühlt vielleicht 10, 10, 12. Also etwa Ja, einmal. locker. Ich meine, du warst ja noch Teil des legendären Wanderzirkus, so wie ich das genannt habe. Also das war ja wirklich so, ja, Kasper, nächste Woche Barcelona, ja, sehen wir uns. Und dann sind wir hier wieder in Polen. Wo waren wir da? Beim Immer dabei. Day. Ja.
Dann kommt wieder der Nächste ins München, dann kommt wieder Lingen. Also, das war immer so, der Wanderzirkus zieht weiter. Aber trotzdem krass, dass du zwei Konferenzen hattest. Ich hatte nur die SMX München. Doch, Quatsch, ich hatte SMX München und SEOCON. Stimmt, Ja, so, ne? Also das war ja überschaubar. Und das ist ja für dich Home Turf. Also da musstest du ja nicht Genau. großartig anreisen. Das Genau. mit dem Anreisen ist jetzt gerade schwierig. Aber es ist wirklich wahr. Wir haben uns ja ganz, ganz oft an ganz unterschiedlichen Locations in kürzester Zeit gesehen und dann, hi, Smalltalk und ab auf die Bühne, gut. Ne? Hast Ja, du und es nicht? auch so, und auch legendär daneben. Also ich weiß noch, wo wir in Barcelona, war das nicht, wo wir sogar das Barcelona-Spiel geschaut haben und wir waren die einzigen Fans für Holland wegen dem Philly, weil Ajax, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also das war legendäre Abend. Ich kann, aber wie gesagt, genau, so viel hier von uns beiden. Das will man sich dahin zu gehen, nicht? Entschuldigung, wie das erst? Also Barcelona wäre wieder mal schön, Ja. aber naja, mal gucken, ne? Ja, mal gucken, mal gucken. Genau, aber wie gesagt, ich will das auch nochmal hier nach draußen auch nochmal ganz deutlich sagen. Also wie gesagt, ich hab wirklich sehr, sehr viele, sozusagen schon an euch vermittelt, ihr habt wirklich immer 100% Zufriedenheit da produziert. Also ihr wisst wirklich, was ihr da tut. Ich glaube, wie gesagt, bei euch kann man das nochmal ganz genau dazu sagen. Also wenn ihr wirklich einen super knackigen Case habt, wirklich den da keiner lösen kann, ihr seid definitiv zwei Leute, die da dann doch noch eine Chance haben. Genau, also wie gesagt, von dem her auch da immer gerne meine Empfehlung da an euch. Spannend, ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zu sagen zu deiner Tätigkeit ja damals bei Google. Also kannst du mir vielleicht mal erzählen, wie das gelaufen, also so vielleicht gerade auch am Anfang, wie das so gelaufen ist. Ich meine, immerhin bist du 7,5 Jahre da geblieben, ne? Also vielleicht kannst du mal ganz kurz das so ein bisschen skizzieren, so deine Zeit dort. Okay, ja, also das war schon im Großen und Ganzen nach Spam schauen und gucken, wo Seiten halt durchgekommen sind, die damals nach den damaligen Richtlinien vielleicht noch ganz so weit vorne dabei sein sollten, also schon nach Blackhead-Methoden gucken. Ich glaube, es war mit ein Grund, warum wir uns so gerne miteinander unterhalten haben. Es gab aber auch den Bereich, wo die Reconsideration Requests eingeschickt wurden. Das ist ja auch etwas, was manuell und in aller Regel dann nur von erfahrenen Mitarbeitern umgesetzt wird. Und da hatte ich auch die Gelegenheit, dran zu arbeiten. Das war eigentlich was Positives. Da ging es ja nicht nur um Seitenabstrafen, sondern auch um Seiten, die Strafen wieder zu entfernen, wenn denn nun die Gründe nicht mehr präsent waren. Das hat ebenfalls viel Freude gemacht. Und dann habe ich natürlich den europäischen Outreach geleitet. Und das war fantastisch, weil das hat man eigentlich komplett auch von null aufgebaut. Am Anfang gab es nicht allzu viel. Google hatte in Europa tatsächlich hier ein, zwei Foren, die unbeaufsichtigt existierten. Und das war's dann. Und am Ende hatten wir, glaube ich, insgesamt 14 Sprachen abgedeckt und tatsächlich konnten eine große Menge an Webmastern erreichen, die jetzt vielleicht nicht ganz so komfortabel waren, wenn sie was auf Englisch lesen sollten. Und es war schon super. Das haben wir diesen Outreach, dieses, was da umgesetzt wurde, das haben wir sehr weit ausgebaut. Natürlich mit einem großen Team von Spezialisten, die Sprachen gesprochen haben. Und das war wirklich fantastisch. Da war das Feedback von der Community war sehr gut. Und das hat wirklich viel Freude gemacht. Und du hast ja damals, glaube ich, auch sehr viele Googler trainiert, also sozusagen so das Medientraining, ne? Wie schreibt Ja. ihr, wie redet ihr, wie präsentiert ihr auf Konferenzen und dergleichen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Das hatte ich in der Tat gemacht. Das war natürlich auch wichtig, um jetzt nicht anschließend nach einer Konferenz mit der Rechtsabteilung beziehungsweise mit dem Marketing reden zu müssen oder mit PR, weil irgendetwas laut vor der Kamera gesagt worden wäre, was jetzt so nicht dahin gehört. Für ein Großunternehmen zu kommunizieren ist halt was anderes, ne? Also wenn man jetzt für sein eigenes Unternehmen kommuniziert beziehungsweise für sich selbst privat, dann kann man ein bisschen freier rausreden. Und bei einem Großunternehmen, da sind schon sehr viele Leute, die mit Augen drauf achten. Natürlich PR, natürlich Marketing, natürlich die Rechtsabteilung. Und da wollte man sicherstellen, dass gerade die Kollegen, die gerade erst angefangen haben, in kleineren Sprachen vielleicht, dass die auch die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, bevor sie dann so ein richtig großes Event ansteuern und wo ihnen tatsächlich dann 1.000 oder mehr Leute zuhören und vielleicht sofort live tweeten. Das war auch super. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist halt Teamaufbau gewesen, ne? Etwas, womit du sehr vertraut bist. Ja, absolut. Und das Ding ist ja auch wirklich hier, also ich meine, du sitzt natürlich an einer sehr sensiblen Position, ja. Also man muss das ja so sehen. Ich meine,
eure Aktionen oder sozusagen, was ihr da als Aufgaben bekommt, ne, das kann einen, hat einen Impact darüber, ob Domains irgendwie Millionen Nutzer mehr haben oder weniger. Ne? Also wie gesagt, Strafe oder eine Strafe, die sich hier wieder auflöst. Ne? Also du sitzt da ja natürlich sozusagen an einer sehr sensiblen Stelle mit sehr sensiblem Wissen, ne, wo man natürlich auch aufpassen muss, ne, was dann sozusagen natürlich auch nach außen dringt. Aber ich weiß noch ganz genau, also wie gesagt, da wir uns auch so lange kennen, sozusagen vor Google Medientraining und nach Google Medientraining, also ich fand das auch so faszinierend, gerade auch bei dir, ja, wie du, also sozusagen, wie ich dich kenne und dann bist du auf der Bühne und wie du dann redest, das ist so wow, ja, also wie du es schaffst, ja, und bitte nimm es nicht persönlich, aber auch manchmal, wie du es geschafft hast auf Konferenzen, dann, da kam dann eine Frage und eine Antwort zu geben, in der du eigentlich gar nichts sagst, aber wie jeder Ja. quasi gedacht hatte, wow, jetzt hat er richtig was erzählt, aus dem Nähkästchen geplaudert, in Wirklichkeit hast du eigentlich null gesagt. Ja, bist einfach nur so. Und das war wirklich, und da habe ich echt so, wow, wie gut du das kannst, weil wie gesagt, ich würde mich mindestens am zweiten Satz sofort verplappern irgendwie. Oh, nee, so habe ich das nicht gemeint. Oh, ja. Und du, Das wow, stimmt. Point, das war grandios. Das stimmt, da bist du nicht der Erste, der das sagt, aber es ist halt Unternehmenskommunikation. Manchmal ist es wichtig, und das finde ich ja eigentlich ganz, ganz spannend immer noch und vielleicht auch ganz interessant für unsere Gäste und unsere Zuhörer heute. Manchmal ist es ganz interessant zu gucken, wenn Unternehmen kommunizieren, inklusive meiner früheren Arbeitgeber, wenn sie etwas sagen, was sie zwischen den Zeilen sagen. Was sagen sie denn nicht? Wo sind Sie vielleicht etwas vage? Das sind die Bereiche, wo ich denke, oh, das ist spannend, das ist interessant. Oder wann wurde etwas kommuniziert? Wurde jetzt etwas, was relativ wichtig ausschaut, vielleicht gegen Ende des vierten Quartals kommuniziert, wo es sowieso untergeht? Wurde es an einem Freitagabend, Freitagnachmittag kommuniziert, wo sowieso schon alle TGIF machen und eigentlich keiner mehr darauf achtet? Sollte das jetzt irgendwie nicht ganz so sichtbar sein? Kamen danach nochmal zwei, drei andere Beiträge, sodass es schön unter der Decke bleibt? Also der Zeitpunkt und wie es kommuniziert wird, das ist schon nicht ohne. Das ist alles sehr bewusst und ich profitiere davon immer noch. Ich gucke, oh, der und der hat das und das zu dem und dem Zeitpunkt gesagt. Okay. Ich kann es schon zusammenzählen, ne? Ich kann zwei und zwei zusammenzählen und denken, wo, in welche Richtung das läuft. Sehr spannend. Also wie gesagt, auch wenn wir hier nicht weiter sozusagen da ins Detail bohren wollen, aber ich glaube, das ist ein super, super Tidbit, den du hier gerade gegeben hast, ne? Worauf Leute, weil ich achte da auch sehr, sehr darauf, genau, was du alles gerade so sagst, wann wird was kommuniziert gerade, ne? Will ich jetzt wirklich da Traction draufkriegen oder eben nicht? Finde ich auch wirklich sehr, sehr spannend, weil man kann doch wirklich, man hört so diese Zwischentöne dann deutlich lauter. Irgendwann und das hilft, ja, auch bei der täglichen Arbeit. Also super Tippbit, klasse Tipp hier nochmal beim Kasper. Wenn ich nochmal fragen darf, als wirklich Large-Scale-Spam-Fighter, was waren da so vielleicht so den interessantesten Spam, sozusagen, den du damals irgendwie mal aus dem Internet rauslöschen durftest? Oh, ich habe ja immer noch den NDA, so richtig mit dem Finger zeigen darf ich ja dann nicht oder möchte ich auch Nee, nicht. muss nichts Ich Konkretes sein. meine, Also das muss nicht immer. konkret, aber. Ja, das ist schon klar. Ich möchte ja mit meinen ehemaligen Kollegen ja immer noch ja, ab und zum Mittagessen gehen. Ne? Aber da gab es tatsächlich einige Fehler, die vielleicht hervorstanden. Einer, an den ich mich erinnern kann, das war ein Großunternehmen. Also in Deutschland wäre das wahrscheinlich so unter den Top 10, Top 20 Websites von der Größe her. Und die hatten schon gewusst, was sie gemacht haben. Die haben schon Linkaufbau sehr exzessiv betrieben. Und sie wurden bestraft, ja, das lief erstmal auf auf ganz normales Standardprozedere hinaus, aber dann haben sie das sehr offen kommuniziert, und zwar mit den Medien und wollten Rechtsschritte unternehmen, um Google dazu zu zwingen, die Strafe der medienwirksam öffentlich zu entfernen. Das hat Das hat bestimmt natürlich super nicht, funktioniert, ja. das hat super funktioniert, wie bei allen anderen, die es versucht haben, ja. Hat aber einen interessanten Nebeneffekt. Alle Medien haben darüber gesprochen und darauf verlinkt. Und irgendwann mal haben sie tatsächlich die Links entfernt. Das hat ja schon mal gepasst. Ne? Aber weil sie so viele neue Links bekommen hatten, die ja eigentlich legitim waren, ne? Wo berichtet wurde, oh, die Seite, die machen das und das, die sprechen darüber und das und das. Die haben im Anschluss dann doch großartig von den neuen und höchst legitimen und wirklich sehr hochwertigen Links profitiert. Die standen am Ende, obwohl es lange gedauert hat, die standen am Ende deutlich besser da als zuvor. Es war aber wirklich eine Ausnahme. Es ist jetzt nicht so, dass
dass jede Seite dahergehen kann, okay, wir bauen jetzt links auf, dann machen wir medienwirksam publik, dass wir eine Strafe bekommen haben und anschließend geht es total durch die Decke. Ich habe es nur einmal passieren sehen, aber da, das war wirklich ein großer Unterschied. Also es war jetzt im mehrstelligen Bereich, im mehrstelligen Prozentbereich und zwar schon sehr beeindruckend. Das war fast wie eine Corona-Kurve heutzutage, aber nicht ganz so negativ behaftet. Ja, krass. Achso, jetzt fragt der Adam, war das nicht der Cloaking-Fall eines bayerischen Autobauers? Nee, du meinst ja 2006 BMW. Von meiner Zeit, den du meinst, Adam. Und an den kann ich mich erinnern. Und zudem gibt es meines Wissens auch einen sehr schönen Beitrag von Matt damals. Ich meine mich zu erinnern, dass es letztes Quartal 2005 ist. Wo das Thema hochoffiziell kommuniziert wurde. Ich weiß nicht, ob es den Beitrag noch gibt, aber den gab es lange Zeit, kann man sicherlich noch in Webarchive nachgucken. Es war schon sehr spannend. Vielleicht ist es ja an einem Freitagabend kommuniziert worden. Nee, also der Matt konnte da schon ein bisschen freier kommunizieren als der Head of Webspam. Also der konnte das schon auch medienwirksam und publik machen, das war schon okay für ihn. Und da sind auch einige Details beschrieben, wie man sie sonst so vielleicht nicht mehr preisgegeben hat. Auch ein sehr spannender Fall, aber etwas vor meiner Zeit gewesen. Genau, ja, das mit dem BMW, ich weiß auch noch genau, wie das ja damals passiert ist. Das ist ja in den Kommentaren hochgekocht. Also da ging es ja um jemand anders. Und da hat jemand in den Kommentaren geschrieben, guck mal, BMW, das ist schon lange. Und eine wichtige Regel ist ja mal, don't make Google look bad. Ja, also, weil das stimmt ja auch. Ich meine, die hatten eine Flash-Webseite, das war total beschissen. Ne? Und diese Agentur damals mit N, die haben ja dann einfach Cloaking verwendet, ne? Um sozusagen diese Seiten zu surfacen. Aber das Problem war halt, wenn du BMW X3 gesucht hast, ich weiß gar nicht, ob es den damals gab, ne? Dann konnte Google gar nicht diese BMW X3-Seite finden, weil es halt ja in diesem proprietären Flash-Format halt drin war. Ne? Und die haben sich dann Cloaking beholfen. Also, und das ist ja genau so ein bisschen auch das Problem, ja, dass so. Eigentlich ist es ja gut für Google, ja, auch wenn sie jetzt quasi ein nicht erlaubtes Mittel gewählt haben, weil es hat ihnen geholfen, sozusagen auch die BMW-Seite besser zu ranken. Aber sie haben es halt in dem Sinne einfach nicht sauber gemacht. Das kam in den Kommentaren, dann mussten sie natürlich handeln. Und das war ja auch sehr lustig, als das passiert ist, war ja der erste Tag vom Nils bei Google. Also unser Co-Gründer hier bei Riot und mein Business-Partner seit langen Jahren. Der Nils Dörje, ne, der war ja der erste Google-Mitarbeiter hier in München, hat hier das erste Google-Office eröffnet. Und das war genau an diesem Tag, als die BMW aus dem Index. Und da haben sie natürlich alle bei ihm da angerufen, natürlich gerade auch aus München. Muss ich gefreut haben. Ja, also das war eine sensationelle Geschichte. Ging dann ja auch sehr schnell wieder andersrum. Ne? Und also genau, krasse Geschichte. Der Stefan erinnert sich auch ganz gut. Matt hatte damals gewarnt, dass sie sich den Autosektor in Europa genau ansehen werden, weil dort viel Unsinn gemacht wird. Genau, das war das. Er hat sogar hier den Gedanke. Ich habe dir den Link gerade auf Slack geschickt, Markus. Ja, aber das kann ich auch, glaube ich, so Ramping Up International Web Spam. Natürlich. Das passiert genau. Aber öfters mal. Das ist auch ganz, ganz spannend. Wir wissen vielleicht auch nicht alle, wenn jetzt eine Branche gibt, wo sich viele Leute für interessieren, nicht unsere, für unsere Leute interessieren sich ja eine überschaubare Anzahl von Nutzern. Aber wenn es eine Branche gibt, wo jetzt das breite Publikum etwas breiter und zahlreicher ist und wenn da was passiert, dann kommt es ja durchaus vor, dass man sich dann auf Google-Seite vielleicht die anderen Marktteilnehmer anschaut. Vielleicht mal gut zu wissen für diejenigen, die ganz sicher sind, dass sie nachts gut schlafen können oder vielleicht auch nicht. Hey, jetzt machen sie mal nicht Angst, die haben am Montagmittag irgendwie. Genau, aber lassen aber wir... Nicht doch! Beim Alcazar habe ich immer Angst, dass er doch irgendwie immer noch vor irgendeinem roten Knopf sitzt. Ja? Also genau, hier übrigens der Jochen, das Beispiel ist immer noch ein Klassiker. Also das ist absolut der Klassiker, glaube ich. Ja. Hier dieses BMW-Beispiel in Deutschland. Ja, aber, du bist ja ein wirklicher Experte zum Thema Links. Was ist denn deine Meinung zum Thema Links, zum Thema Link-Building? Kannst du mal ganz kurz so deine Five Cents zum Thema Links und Link-Building mal zum Besten geben? Klar, gerne. Also es gibt schon noch einen Grund, warum Leute Links aufbauen, wo Google sagt, das möchten wir nicht. Also Black Hat Link-Building. Es gibt einfach einen Grund dafür. Ja, es kann funktionieren, oft funktioniert es. Es ist gleichzeitig mit einem großen Risiko behaftet. Ich finde es immer okay, wenn Leute das machen. Es ist ja immerhin deren eigene Website, solange sie sich der Risiken bewusst sind.
Und es gibt durchaus Unternehmen, die sagen, wir fahren so eine zweigleisige Strategie. Da haben wir jetzt ein paar Brands, da machen wir etwas White Hat und bei ein paar anderen sind wir ein bisschen progressiver und gehen halt größeres Risiko ein. Wenn es nun mal passiert, wenn nun mal eine Strafe auferlegt wird und wenn es eine manuelle Strafe ist, kann es mitunter doch lange dauern, bis die Links entfernt worden sind. Und der Grund dafür ist sehr einfach. Man muss ja erstmal ein Backlink-Audit machen. Ne? Also man muss die Links finden. Und das sind ja nicht immer so eine Handvoll von Links teilweise. Also es ist ja nicht immer nur ein Link oder eine Handvoll, wegen der die Strafe auferlegt wird. Es ist ja immer eine ganz große Menge. Die zu finden, auch diejenigen zu finden, wo auf gescrapten Seiten jetzt aufgetaucht sind, all das dauert und all das kostet Ressourcen. Ne? Das kostet einfach Geld. Und wenn man in der Position ist, dass man einen Reconsideration Request, also auf Deutsch heißt es Antrag auf erneute Berücksichtigung oder etwas so komisches, kein Mensch sagt das eigentlich. Wir sagen immer Reconsideration Request. Wenn man den schicken kann, dann dauert es ja immer noch, bis der umgesetzt, also bis der gelesen und bearbeitet worden ist. Und weil wir das regelmäßig machen, kann ich sagen, es dauert wirklich ganz, ganz unterschiedlich lang. Also von mehreren Stunden bis mehrere Wochen ist alles drin. Und das liegt daran, weil es Menschen machen. Ne? Also da ist jetzt nicht ein Algorithmus dahinter oder irgendwas oder sonst irgendwas, sondern das sind Mitarbeiter, die gucken sich das an. Wenn jetzt ganz, ganz viele, viele Seiten Reconsideration-Antrag geschickt haben, dann dauert es eben länger. Und da muss man sich überlegen, ist das Risiko wert? Bin ich okay damit, mehrere Wochen jetzt effektiv keinen organischen Traffic zu haben? Wenn es okay ist, dann durchaus, dann passt es. Ne? Aber wenn es jetzt, wenn ich sage, aus der Business-Perspektive ist es schwierig, das könnte uns das Geschäft kosten, dann finde ich so etwas schon sehr wagemutig. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Ne? Und dann gibt es noch immer Legacy-Links, also Links, die irgendwann mal vor langer, langer Zeit aufgebaut wurden. Directories, Startpaginas, die holländischen oder polnische Links. Und wir haben auch viele polnische Zuhörer. In Polen wird das Link-Building ja sehr exzessiv betrieben, sehr effizient, aber auch entsprechend sichtbar für Google. Und wenn man die noch irgendwo hat, wenn man diese Leichen irgendwo im Keller hat, sollte man die vielleicht nicht in Vorleistung gehen und sollte man die lieber nicht per Disavow-Tool entfernen. Und das ist immer ein gutes Mittel, um diese Risiken, die vielleicht jetzt nicht ganz so ja, die einen nicht ganz so ruhig schlafen lassen, um die zu beseitigen. Damit man eben auf Dinge fokussieren kann, wo die Chance besteht, dass man wenn man die richtigen Schritte unternimmt, dass die Seite eben total durch die Decke geht und dass dieser Traffic nicht vorübergehend ist, sondern dass Google merkt, okay, die Seite ist cool, und die Nutzer mögen die Seite, okay, dann lass uns den ganzen freien Traffic in ihre Richtung pumpen. Ne? Darum geht es ja. Konvertierenden Traffic. Man muss Also natürlich, Link, ja, go ahead. Entschuldigung, ich glaube, man muss noch sozusagen für die Hörer hier nochmal abgrenzen, sozusagen zwischen einer manuellen Strafe und zum Beispiel etwas algorithmischem, wie zum Beispiel Pinguin. Ne? Also sozusagen, was ja nochmal, also ich habe früher immer gesagt, also wer Pinguin sozusagen vom Pinguin betroffen ist, der macht sozusagen so schlechtes Link-Building, sozusagen, dass da gar nicht mehr jemand sitzen muss, sondern dass eine Maschine schon erkennen kann, okay, das ist beschissenes Link-Building. Bei der manuellen Penalty ist es schon wirklich, also du bist da schon ein bisschen more sophisticated, aber bist trotzdem nicht schlau genug gewesen. Und deswegen kriegst du quasi so eine Manual Penalty, wo du ja dann auch den Reconsideration Request dann machen kannst, machen solltest. Ne? Im Gegensatz zu einem Pinguin, wo du ja eigentlich auch natürlich sozusagen wieder auftauchen kannst, wenn dieser Pinguin immer wieder getriggert wird. Kann man das Stimmt. grundsätzlich noch so sagen oder? Ja, perfekt. Ich meine, Oder? du kennst dich ja phänomenal gut aus und so ist es. Es ist vereinfacht, aber man muss das wirklich auch vereinfacht an den Mann anbringen. Es kommt nicht auf die individuellen Links drauf an. Es geht nicht darum zu zählen, habe ich jetzt wirklich fünf richtig schlechte Links und zwei, drei, die sind vielleicht so halb schlecht. Es kommt aber das Gesamtbild drauf an. Und wenn das Gesamtbild so ausschaut, wie du gerade gesagt hast, so richtig Low Quality, also richtig schlechte Qualität, wo sofort erkennbar ist, das sind keine natürlichen Links, das sind algorithmische Konsequenzen, einfach wahrscheinlicher. Aber sie schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Ne? Aber das Disavow-Tool hilft uns ja. Es dauert bloß manchmal ein bisschen und es dauert vor allem umso länger. Und das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung zur Serverlog. Bei großen Seiten dauert es mitunter länger, dass die wieder gut sichtbar werden, je nachdem, wie das Core-Management ausschaut. Und das beurteilen zu können,
Serverlogs sind unser Freund. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, also wir haben die Möglichkeit, wir haben die Gelegenheit, mit sehr, sehr vielen großen Webseiten zu arbeiten. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und meine Beobachtung ist, 9 von 10 Seiten zeichnen ihre Serverlogs gar nicht auf. Oder wenn sie aufgezeichnet werden, so ein bisschen halbherzig oder nur für einen Monat, dann werden sie überschrieben. Oder mein Lieblingsfall, sie haben schon die ganzen Serverlogs, aber die Rechtsabteilung sagt, nein, das passiert nicht, ihr dürft sie nicht verwenden. Und dann liegen die Daten halt. Ne? Und das ist halt natürlich unglücklich, weil mit Serverlogs können wir sagen, jawohl, die Webseite, die braucht, sagen wir mal, 6 Monate, bis sie wieder komplett gepolt ist und was Google merkt, ja, da hat es ganz, ganz neue Inhalte drauf, da sind die technischen Kanäle jetzt ganz, ganz neu, da wurde interne Verlinkung verbessert. Und wenn das so lange dauert, kann man schon darauf hinarbeiten, aber das ist auch etwas, was man lieber wissen sollte, anstatt einfach auf gut Glück zu sagen, okay, wir verbessern jetzt die Website, aber wir gucken einfach mal. Ne? Könnte jetzt eine Woche dauern, könnte ein Jahr dauern, bis wir das Resultat sehen. Also Serverlogs sind schon ein sehr wichtiges Thema. Genau, du, Ja, wir steigen jetzt direkt darauf ein. Eigentlich ist es ja auch das Thema, was ich auch wollte. Genau, jetzt sind wir schon sozusagen, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde und jetzt komme ich endlich auf dein Thema. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das war auch für alle anderen jetzt nochmal sehr spannend, was du da vorher erzählt hast. Aber jetzt genau, lass uns über Serverlogs reden. Und wie du gerade richtig sagst, auch der Arkiv sagt das hier gerade nochmal, häufig wird darauf verzichtet wegen Datenschutz. DSGVO ist ein Riesen-Issue hier, weil ich kenne nämlich auch genau die anderen Fälle, die sogar an die Agentur einfach mal die Logfiles einfach mal schicken, ja, wo IP-Adressen von Nutzern und was weiß ich auch immer drin sind, ne, wo du, what the? Bitte, ja, also das ist so ein GDPR-Breach, ja, aber das ist auch so, ja, das ist ja was Technisches, keine Ahnung, ne, was auch immer. Also sozusagen, es gibt genau auch die andere Richtung, die das sehr laissez-faire behandeln und da vielleicht datenschutzrechtliche Probleme bekommen, aber wir beobachten auch genau dasselbe auch hier bei uns, ne, bei Ride, weil auch natürlich auch von Alex und mir sehr häufig die Empfehlung kommt, wir müssen ja mal in die Logs gucken. Wir brauchen hier nochmal Logs als zusätzlichen Indikator, ne. Und einfach mal zu sehen, ne, weil der Scheduler, der priorisiert ja einfach nach Wichtigkeit, ne? Und wenn ich halt weiß, mal deine Startseite, da kommt er jeden Tag auf diesen alten Blogpost, den du da republished hast, da war der vor 7 Monaten zum letzten Mal. Kein Wunder, dass das Ding nicht rankt, ja. Also das findet er halt nicht wichtig, ne? Und da haben wir auch immer Datenschutz, riesiges Ding. Viele, die dann auch sozusagen gar nicht mehr in diese Logs rankommen, die sind viel zu groß. Und solche Geschichten, also jetzt natürlich nicht irgendwie, ich bin jetzt bei Cloudflare und kann nicht einfach streamen oder so, ne, sondern ich habe dann irgendwo, wo 1 Terabyte dann jeden Tag dann abgespeichert wird und das muss ich dann irgendwie hin und her irgendwo hinschieben in mein Analyse-Tool. Ja, also es ist schon, jeder sagt, es ist super wichtig, aber ich würde mal sagen, gefühlt in Deutschland 15%, würde ich mal sagen. Also ich würde mal sagen, gefühlt in Deutschland 15% nutzen wirklich Logfiles, so wie man das nutzen sollte vielleicht. Und in den meisten Fällen, wie gesagt, hat man keinen Zugriff, bekommt keinen Zugriff oder sonst irgendwas. Was sind da deine Erfahrungen? Was würdest du da sagen? Ja, genau wie du es sagst. Ich meine, ich verstehe natürlich die rechtliche Komponente und die ist überhaupt gar nicht zu vernachlässigen. Also Nutzer-IPs preiszugeben, wow, das will man ja gar nicht. Da kommt man in da hat man erstmal ganz andere Schwierigkeiten. Aber das kann man ja alles anonymisieren. Denn was die Webseitenbetreiber ja, was sich vor Augen führen müssen, ist, dass die Nutzer-IPs von der SBO-Perspektive irrelevant sind. Wir wollen ja nur wissen, wann kommen die Bots? Und das sind ja nicht nur, ist ja nicht nur der Google-Bot, der primär natürlich, in Deutschland sowieso, aber da gibt es auch den Bing-Bot, da gibt es vielleicht den einen oder den anderen. Wir wollen jetzt mal gucken, sind es jetzt die echten und wie oft kommen sie und was priorisieren sie? Und in einem Idealfall haben wir eine komplette Überlappung. Ja? Also wir haben unsere Sitemap, die total aktualisiert worden ist, da sind nur die Zielseiten, die ranken sollten und 100% von der Sitemap wird regelmäßig gecrawlt. Aber das ist ein Idealfall, das passiert meistens nicht. Ne? So etwas wie eine Crawl Trap, also wenn jetzt viel zu viele Zielseiten einfach aufgebaut werden, die gar nicht mehr sein sollten, so etwas rauszufinden, da braucht man die Serverlogs dafür. Und dann muss man gucken, was wird wie oft von Google gecrawlt und was wird priorisiert. Das rauszufinden bei Webseiten, wenn eine Webseite jetzt, keine Ahnung, 100 oder vielleicht 1000 Zielseiten, Landingpages hat, das ist nicht schwer. Wenn die Zielseite jetzt aber 10.000 oder vielleicht 100.000 oder vielleicht 100 Millionen Zielseiten hat, ist eine ganz andere Geschichte. Da braucht man einfach die Serverlogs. Ohne geht es nicht. Ohne würde man einfach auf gut Glück raten. Und man kann immer noch SEO betreiben ohne Serverlogs, aber es ist einfach schwieriger.
Man ist nicht in der Lage, so präzise auf Fragen zu antworten, die unweigerlich einfach kommen werden, weil das kostet ja auch was, so eine Webseite von 100 Millionen Zielseiten zu betreiben. Das ist schon wichtig. Wie findest du denn, also ich meine, Google macht ja mittlerweile auch immer mehr in der Google Search Console, sie geben mittlerweile immer mehr Stats. Ich meine, wir kennen früher noch die Crawl-Stats, ne? Das war total für die Katz. Also das war einfach nur eine Linie, die hoch und runter ging, aber hat null Aussagekraft, konnte dir wirklich auch gar nicht weiterhelfen. Jetzt mittlerweile kriegt man das auch sehr detailliert, teilweise noch gesampelt, ne? Was natürlich auch wieder ein bisschen Ding ist. Wie siehst du das in der Abgrenzung? Also sozusagen wirklich ja, Logfiles nutzen oder mal. Wäre jetzt ein super Aufwand, deswegen nehme ich das, was mir die GC da bietet. Wie siehst du das? Wie siehst du auch die Entwicklung, was der Google da immer mehr gibt mittlerweile? Ich finde es super, dass sie es weiterentwickeln. Die Google Search Console, das Interface ist eine ganz andere Geschichte. Das zeige ich dir noch privat. Das kann ich jetzt nicht öffentlich machen. Also das Interface ist eine ganz andere Geschichte. Die Funktionalität, schön. Die Datenmenge ist überschaubar. Ja, es ist einfach ein zu kurzer Zeitraum, um bei großen Seiten eine wirklich fundierte Aussage machen können. Bei Serverlogs, wenn wir die aufzeichnen, wenn wir die haben, wenn wir Serverlogs vor einem Jahr haben, dann können wir sagen, okay, das und jenes ist hier passiert, ja. Was man zum Beispiel ganz oft sieht, bei Webseiten, die manuell abgestraft werden, weil sie etwas verbrochen haben, kommt es durchaus öfters vor, dass die im Vorlauf häufiger gecrawlt werden. Weil man einfach mal gucken muss, wie exzessiv ist es. Das kann man ja in den Serverlogs nachvollziehen, außer man hat keine Serverlogs. Also es hilft schon, beides zu verwenden und Google Search Console, genauso wie die Bing Webmaster Console. Das ist schon essentiell. Das sind Daten, die man umsonst bekommt. Das sind Daten, die sonst einfach ja, sonst liegen bleiben. Aber der Zeitraum ist einfach zu überschaubar, um zu sagen, das ist jetzt ein Ersatz für die Serverlogs. Die Serverlogs bei großen Seiten braucht man auf jeden Fall. Was wäre jetzt deine Empfehlung? Weil jetzt sitzen sicherlich viele, also wie gesagt, einige und sicherlich ein paar hundert jetzt sozusagen hier vor diesem Stream und denken sich jetzt, okay, wenn es der Kaspar sagt, ehemaliger Googler, so wie ich muss jetzt schon. Was ist so deine Empfehlung? Also, how to get started? Ja, weil es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Problem und wie gesagt, also man muss ja auch mal wissen, wo sind meine Logfiles überhaupt? Ja, bei uns ist es zum Beispiel, bei uns wird nichts mitgeloggt. Ja, das ist bei uns nochmal eine extra Geschichte plus wir haben Wiki, Magazin, das ist dann nochmal wieder solche Geschichten. Ne? Da muss man sich auch viel zusammenflicken. Aber nehmen wir das mal alles außen vor. Ne? Was ist so was wäre deine Empfehlung? How to get started? Meine Empfehlung wär wirklich mit dem IT, mit dem Infrastructure-Team sich zu setzen, zu sagen, das ist wirklich wichtig für das Gelingen, für den Geschäftserfolg des Unternehmens. Es ist kritisch. Wir wollen wissen, wie wir erfolgreicher sein können. Das ist nichts, was jetzt gegen einzelne Abteilungen oder einzelne Leute geht. Ich finde es auch wirklich, dass sehr interdisziplinär und kollaborativ betrieben wird. Da sind immer einzelne Leute, die, wenn sie nicht integriert sind, die in der Lage sind, vielleicht den Fortschritt jetzt nicht ganz so zu fördern, wie das andernfalls der Fall wäre, wenn sie verstehen würden, worum es geht. Also mit dem Infrastrukturteam zusammensetzen und zu sagen, das ist wichtig. Wir wissen, das wird Geld kosten, es wird aber nicht allzu viel Geld kosten und spätestens in einem Jahr gibt es da tatsächlich ein Return of Investment. Also das wird sich auch lohnen. Wie kriegen wir es hin, dass wir alle Raw-Web-Server-Logs aufzeichnen, ja? Und einfach aufzeichnen, zippen und vielleicht auf einen Offline-Datenträger, die sind ja, also wenn jetzt Kosten wirklich ein Thema sein sollten, das sind aber wirklich, also bei Großunternehmen, vielleicht bei euch ja, aber bei den allermeisten mittelständischen Unternehmen wird es nicht wirklich so signifikant auffallen. Die Serverlogs dann aufzeichnen, speichern auf externen Datenträgern und behalten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass die dann irgendwann mal verwendet werden können. Klar, nach 5 Jahren ist es jetzt vielleicht nicht so wichtig, obwohl man auch sagen muss, die ganzen richtig erfolgreichen Silicon Valley-Unternehmen, die zeichnen alle ihre Serverlogs auf. Seit dem ersten Tag und für die Ewigkeit, weil die Daten, man weiß nie, wann man auf die Daten wieder zugreifen könnte, wenn man das gerne möchte. Aber mehrere Jahre auf jeden Fall aufbewahren und unbedingt, wenn es soweit ist, wenn man sagt, okay, wir möchten wissen, wie es um unserer Seite bestellt ist. Wir wollen wissen, ob die Technologie, die wir verwenden, sich immer noch bewährt. Wir wollen wissen, ob unsere Webseite auch mit Webmaster richtig kompatibel ist. In dem Prozess, ob jetzt intern oder extern, wenn es jetzt ein Dienstleister ein Audit durchführen soll,
immer anfragen, werden die Serverlogs herangezogen und wonach schaut ihr? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und wenn die Antwort ist jawohl, die verwenden wir und Datengrößen sind kein Problem, das machen wir schon. Wir gucken einfach, was wann gecrawlt wird, dann sind alles die richtigen Antworten. Wie das im Detail im einzelnen Unternehmen durchgeführt wird, das ist sehr spezifisch. Das kommt ja auf die Infrastruktur darauf an, auf die Technologie, die verwendet wird. Und die Entscheider, die da tatsächlich da vor diesem wichtigen Schritt stehen, die haben auch nicht immer das technische Know-how, aber dafür haben sie ja die IT-Abteilung. Die müssen halt eben zusammenarbeiten. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, Markus, aber ich sehe viele IT-Projekte oder viele SEO-Projekte, die durchaus nicht ganz so erfolgreich sind, wie sie sein könnten, weil vielleicht jetzt nicht alle an einem Strang ziehen und wo man sich denkt, okay, das hätte man vielleicht etwas offener kommunizieren müssen, anstatt den Leuten irgendwann mal zu sagen, tu das und das, ohne ihnen den Zusammenhang zu erklären. Wie siehst du Ja. das? Ja, aber hallo. Aber hallo, ja, eine Allein Story schon tut einer mir der leid. Klassiker ist, die SEO-Anforderungen zum Beispiel zu vernachlässigen, holt die SEO dann einfach viel zu spät noch dazu. Genau. Wir haben jetzt den Relaunch gemacht und jetzt ziehen wir den SEO hinzu, damit er uns sagen kann, was. Ja, genau, so funktioniert das. Aber ich meine, was du da sagst, ist ne, schon, also klingt so auch so easy, ne? Also man sollte das immer mitspeichern, seit Beginn, speichert diese Daten mit, die sind so, so, so wichtig. Ne? Also, und das stimmt ja auch, ne? Aber in der Realität ist es halt auch, ich meine, wie gesagt, auch, ich rede mir auch den Mund fusselig, dass die Leute ihre Google Search Console dann, aber ich habe doch 16 Monate Daten. Ja, du hast 16 Monate Daten, aber jeden Tag gehen Daten verloren. Das ist total beschissen. Ja, wenn du solche Daten nicht runter, die sind so wertvoll, das sind deine Daten und du speicherst sie nicht runter, weil du sagst, ja, Mann, ich habe 16 Monate Daten, aber es ist halt trotzdem immer noch ein relativ kleiner Datensatz, ja. Und bei Logfiles ist es ja noch mal krasser, sozusagen, dass auch wirklich hier täglich alles mitzuschneiden. Und auch da in der Realität immer, wenn ich frage, hey, wie sieht es aus mit Logfile-Analyse, macht ihr das auch? Habt ihr die Insights, die ich auch mitverwenden könnte, sozusagen, wenn ich ein Audit mache, einen Workshop oder was weiß ich auch immer, ne? Und dann so, ach so, ja, letzte Logfile-Analyse, ja, haben wir vor 2 Monaten gemacht und so. Ne? Und es wird dann immer so, man macht dann ad hoc einmal, hat man so einen Datensatz und dann fährt man einmal mit dem Tool drüber, ne? Und dann, ja, aha, gut, ne? So haben wir mal wieder gemacht. Ne? Also auch da fragst du dann, hey, was habt ihr da für Insights rausgezogen? Ja, hier, da, la, la, la. Also so, wo du merkst, ja, Mai, die haben sich einfach mal ein paar Daten wieder mal angeschaut, ne? Aber das ist kein Prozess. Das ist auch wirklich nicht irgendwie, ne, was machen wir da, was lesen wir da raus und was wird dann auch gemacht, basierend auf diesen Daten, sondern es war so, damit wir auch sagen können, ja, wir haben auch mal eine Logfile-Analyse gemacht, ja. Und so ist es aber wirklich in den meisten Fällen. Das sind so Ad-hoc-Analysen. Kannst du denn aus einer Ad-hoc-Analyse sozusagen, also, aber du bist immer noch happy, ich habe wenigstens sozusagen überhaupt Daten oder sagst du, hey, viel zu kurz gesprungen? Es kommt darauf an, wenn die Seite überschaubar ist, dann kann man vielleicht mit 3 Monaten was anfangen oder 4 Wochen im Extremfall. Aber wenn das jetzt wirklich, also wir haben oft große Kunden, ne? 100 Millionen Landing Pages und mehr. Und wenn man da jetzt einen Monat hat, ist es wahrscheinlich nicht repräsentativ genug. Es kommt auf die individuelle Seite drauf an. Es kommt eben auf die individuelle Situation drauf an. Es ist schwer zu sagen, okay, das ist jetzt der Wert, wo man sagt, okay, das und das würde lang. Da müsste man schon schauen. Prinzipiell besser, irgendwelche Daten zu haben als gar keine, aber im Zweifelsfall, wenn möglich, besser so viel wie möglich als zu wenig. Und eine Sache, wie du erwähnt hast, finde ich auch ganz, 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 ganz wichtig. Mir begegnet das regelmäßig, ne? Wir haben es schon mal gemacht. Ich denke dann immer, okay, das ist ja wie ein Jahrescheck beim Auto, ne? Also ich habe jetzt den BMW oder was ist bei dir? Es ist bestimmt ein Stuttgarter oder bayerisches Fabrikat, ne? Ich habe das Auto jetzt einmal zur Reparatur gebracht oder zur Wartung gebracht und jetzt fahre ich es. Aber ich fahre es jetzt nicht für alle Ewigkeit. Ich bringe es wieder zur Reparatur und wieder zum Wintercheck oder zum Reisecheck, weil eben Dinge sich ändern. Ja, das sind Ersatzteile, die man braucht. Das sind Verschleißteile. Das ist an der Website genauso. Technologie veraltet. Man muss das eben regelmäßig machen. Jetzt vielleicht nicht jeden Monat, aber mindestens auch alle 12 Monate, würde ich sagen. Irgendwie bei einem Fahrzeug fast, ne? Guter Tipp. Naja, aber das ist ja auch schon nochmal. Also ich will ja auch so die Leute, dass sie nicht sich da überwältigt fühlen von dieser Aufgabe jetzt, so nach dem Motto, oh krass, ich hatte das auch auf dem Radar, ich weiß auch, es ist wichtig. Jetzt sagst du, wow, wir müssen das immer speichern, wow, was mache ich da für interne Files, ne, sozusagen, aber mal zu sagen, wenigstens einmal im Jahr, wenigstens einmal im Monat, ja.
vielleicht sogar einmal die Woche, ja, also dass man langsam, vielleicht so langsam in so einen Prozess auch reinkommt, weil man ja auch das, was man an Insights ja auch bekommt, ja, dann ja auch sieht, oh, das ist wirklich wertvoll, das muss ich jetzt vielleicht institutionalisieren, da muss ich noch mehr rausholen, das muss ich öfter machen, um auch genau solche Sachen da rauszuziehen, auch abseits von solchen Events wie einem Relaunch oder so, wo man auf jeden Fall ja in die Logfiles schauen sollte, würde ich mal sagen. Unbedingt, ja. Ja, definitiv. Genau. Was ich noch sagen wollte mit Logs. Ach so, wie stehst du allgemein eigentlich dazu? Du hast vorhin noch gesagt, da kommt noch der Bingbot. Früher war es ja immer so, es gab den Yahoo-Bot Slurp. Ne? Slurp hat dich ja leer gesaugt. Also der hat ja fast Server abgeschossen. Der war so hungrig. Ja, das war ja wirklich unglaublich. Ne? Mittlerweile so der Ahrefs-Bot ist auch sehr, sehr, sehr aktiv, ne? Und kostet damit natürlich auch. Ich meine, das hat ja Kosten, die hier auch ja produziert werden. Was ist denn so deine Standardempfehlung in Bezug auf sozusagen überhaupt welche Bots man drauf lässt? Gar nicht. Hast du da vielleicht noch so einen Hint an unsere Hörer? Ja, die Zielgruppe drauf an, ne? Ist ja unterschiedlich, wenn wir jetzt unsere Zielgruppe in Südkorea ist oder China oder Russland oder Tschechische Republik, da ist ja Cessnam noch mit dabei. Also den Google-Bot lässt man eigentlich eine Tür und Tor offen, das ist ja ganz klar. Bing-Bot. Gibt Kunden, die sagen, ja, das ist alles aber überschaubar, was die Mengen angeht. Ja, klar, aber wenn du Millionen von Traffic hast, diese 2%, die machen doch durchaus was her, ne? Auch Kleinvieh macht Mist. Also die großen Bots auf jeden Fall. Und dann gibt es halt mehrere, wo man sagt, okay, das kann man sich ja, das kann ich auch ganz gerne nachher auf Twitter mal teilen. Philly hat also ein ganz gute Website mit den ganzen Bots, die es gibt. Die kann man verifizieren. Und da ist natürlich Cessna mit dabei. Da ist vielleicht Apple-Bot mit dabei. Muss man sich halt einfach überlegen, wo ist meine Zielgruppe? Aber ich glaube, bei Bing und bei Google ist es eigentlich ein No-Brainer. Die muss man einfach reinlassen und gucken, dass die Daten sich alles sehen können. Die Alternative dazu, 503 Antworten, wenn die Server unverfügbar sind für Google, das bleibt ja nicht ohne Konsequenzen. Ne? Google geht ja davon aus, wenn eine Seite nicht immer verfügbar ist, weswegen auch immer Infrastruktur oder was es auch immer der Grund sein sollte, dann ist es mitunter keine gute Nutzererfahrung, also keine gute User Experience. Und so eine Seite, wenn das öfters passiert, rankt dann auch nicht so gut. Also da wäre ich sehr vorsichtig, um Bots auszusperren, wenn ich weiß, wenn ich nicht ganz genau weiß, was ich mache. Das könnte gefährlich werden für die organische Sichtbarkeit. Ja, aber ich glaube auch einfach, dass viel zu viele Leute einfach da viel zu lax sind, einfach auch, ne? Lassen sich da irgendwie Dinge. Und gerade Ahrefs, ne? Dass ich sozusagen hier als Backlink da auftauche in irgendeinem anderen Tool, das ich gar nicht nutze oder was, warum auch, ne? Also ich weiß auch noch, wie wir früher immer Yahoo geblockt haben, als man immer Backlinks über Yahoo gecheckt hat. Dann haben wir immer Yahoo geblockt, damit wir in diesen Backlink-Analysen halt nicht auftauchen, wenn du wirklich gute Links auf deine Expireds oder so hattest, ne? Also ich fand damals immer so Bot-Management auch immer sehr, sehr wichtig im SEO-Bereich, auf jeden Fall für eigene PBNs oder ähnliche Geschichtler, die man sich da vielleicht aufgebaut hat. Übrigens, der Axel sagt hier, gibt es bei uns hier schon lange, Logfile Friday, geil, also der Logfile Friday, gute Idee, Sehr gut. hier im und impliziert er ja auch, dass wir wenigstens einmal die Woche da quasi da drauf gucken. Und der Martin fand dein Autobeispiel so gut und er hat es sogar nochmal sehr, sehr gut erweitert hier. Der Autovergleich ist sehr zutreffend. Formel 1 wird laufend alles und nach halber Stunde Reifenwechsel, ja, alles perfekt sozusagen administriert. Normales Auto, grobe Eckdaten, ne, Treibstoff, Luftdruck und Mai, Sommer-Winter-Check, ja, und dann ist auch schon wieder gut. Aber also wirklich super, nochmal sozusagen diese Metapher hier nochmal ein bisschen erweitert und ich glaube, das trifft sehr gut aus, ne? Die Champions League, Formel 1, ne, also sozusagen, wenn du Champions League SEO spielen willst, dann solltest du das auch mit so Ups, weg. jetzt haben wir ihn verloren. Jetzt haben wir verloren. Mit so weg. Jetzt habe ich gesagt, oh, nee. Hast du irgendwas Böses gesagt oder sonst irgendwas? Ist Nee. denn... Champions Ich League. hoffe nicht. Nee, Mann, also. Ja, also ich finde aber eigentlich gerade auch also, Autovergleich, also das finde ich auf der einen Seite sehr cool. Ich finde aber auch so ein Haus-Grundstück-Vergleich. Ich meine, Markus, du kennst es ja auch. Da muss man halt zum Beispiel Rasen mähen. Also da hast du so Sachen, die einfach von alleine immer wachsen, die man halt immer wieder trimmen muss. Und da kannst du vielleicht auch auf eine Champions League bringen. Schloss Versailles bei Paris, was natürlich dann auch perfekt gemähter Rasen ist und sonst irgendwas, wo halt mehr Leute dann entsprechend dran arbeiten. Das könnte man ja auch irgendwie nutzen.
Übrigens, der Jochen sagt hier, Cloudflare Super Botfight-Modus sperrt übrigens den Whiteboard. Ja, bei uns ist das ja in dem Sinne egal. Ein Kunde tut uns immer whitelisten. Ne? Also das geht nicht darum. Und wie gesagt, und wir crawlen ja nicht einfach so das Web. Ne? Also wie gesagt, wir sind ja kein Scraper. Genau, also von dem her, das stört uns jetzt wenig. Wie gesagt, die Kunden whitelisten uns, weil wir haben dir Software gekauft, du kaufst ja keine Software und dann sperrst du es aus. Also das ist ganz klar. Wie gesagt, uns stört das nicht, aber für so ein Ahrefs zum Beispiel, ne, oder so, das ist natürlich dann schon, ja, schon signifikant, weil die also sehr viel ihren Value, den sie da auch schaffen für die Nutzer, ist durch das eigene Crawling. Ne? Und Willkommen zurück. genau, willkommen zurück. Der Sorry. zweite Mal habe ich was Falsches gesagt. Ich dachte, ja. Nein, nein, also ich habe jetzt doch tatsächlich von meinem alten Arbeitgeber, weil ich doch immer noch ein großer Fan bin, so ein neues Telefon gekauft, ein hochpreisiges. Und das überhitzt. Das Telefon ist jetzt eine Woche alt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Oh, krass. Ich Vielleicht dachte habe gerade, ich was von Falsches meinem gesagt, alten weißt du? Arbeitgeber eine E-Mail bekommen. Hey, Kasper, wir gucken gerade live zu. Was erzählst du da? Deine Insta und ich Wir so, schalten jetzt ich dein denke Leben daran, in dass ich, Echtzeit ab. oder? Na, bitte? Ich denke, daran muss es liegen, ne? Irgendwas Falsches gesagt und dann zack, schaltet Genau. es Boah, aus. Google hat das abgeschaltet. YouTube-Stream nicht mehr verfügbar. Genau. Was eigentlich meine letzte Frage ist, sozusagen, können wir das online lassen? Also wir haben ja ein bisschen auch hier Forgettable Media. Wir löschen das dann nach dem Teil. Ich glaube, Ja, klar. können wir online lassen. Super, klasse. Vielen Dank. Also von dem her, ihr alle da draußen, wir haben jetzt auch schon 6 nach. Cool, dass ihr noch durchgehalten habt. Ich hätte noch, also wir können noch stundenlang hier weiter drüber reden. Es ist einfach so spannend. Also generell, wir haben schon so lange nicht mehr miteinander geredet. Das ist ja auch nochmal, Ja. also persönlich wie virtuell alles, ne? Also richtig miteinander geredet. Also von dem her, das freut mich alleine schon so sehr. Und ich könnte jetzt allein so sehr einfach mit dir die ganze Zeit weiterquatschen. Vielleicht Das ergibt sich ja mal wieder auf einer Konferenz eine Gelegenheit. Wäre schön, dich auch mal wieder zu sehen, auch mal persönlich zu reden. Hallo. Ganz optimistisch Aber gerade bleiben. hier Das ist ist nichts dieses München. Jahr, Gerade ne? auch wir gesagt, wir machen virtuell. Also haben gerade schon, also habe ich habe vorher die Mail bekommen, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt virtuell. Da wird es auch nichts. Aber es wird wieder passieren und wir werden uns auch wieder live sehen und da freue ich mich schon auch richtig drauf. Und genau, vielleicht auch nochmal hier in der Show. Also wenn ihr denkt, auch Kaspar sozusagen, also ich fand super geile Insights waren hier dabei und wenn ihr das auch findet, ne, dann pressert uns und pressert den Kaspar, dass er wieder in die Sendung kommt. Sehr Genau. gerne. Geil. Nee, super. Weil wirklich, also so viele geile Insights, dann ja auch wirklich also wirklich aus Erfahrung, aus dem Maschinenraum von damals. Also das ist wirklich richtig toll und das ist ja auch was diese tägliche Dosis SEO auch ausmacht. Ne? Einfach immer so ein bisschen auch so der Blick über den Tellerrand, vielleicht in der Branche, den man so im Arbeitsalltag vielleicht nicht so machen kann. Und das war ein grandioser Blick über den Tellerrand. Genau, ich würde euch auf jeden Fall nochmal empfehlen, lest diesen Artikel. Das war ja auch die Grundlage. Ne? Du hast mir den geschickt. Ich habe ihn sofort hier promotet, habe gesagt, boah, ich lade dich direkt noch in die Sendung. Wir müssen drüber reden, weil das ist ein super wichtiges Thema. Wie gesagt, das gefühlt immer noch nicht so die Traction hat, ne? Obwohl sehr viele Leute sagen, man muss es machen, die es eigentlich bekommen sollte. Du hast halt nochmal ein flammendes Plädoyer dafür gehalten und das fand ich auch richtig, richtig gut. Also wie gesagt, wenn ihr da noch Berührungsängste habt, lest euch das durch, ne? Hört euch vor allem auch nochmal an, was auch wirklich da die Benefits sind, wie ich auch wirklich die Möglichkeit habe, Overcoming Obstacles, ja, also vielleicht dann doch, dass es auch bei euch im Unternehmen entsprechend halt klappt. Also lest euch diesen Artikel durch, ist ein grandioser Artikel hier auf Search Engine Land. Genau. Und genau, sollte man sich auf jeden Fall durchlesen. Und generell, wie gesagt, auch da nochmal meine Empfehlung, wenn ihr wirklich krasse Probleme habt, wo keiner mehr weiter weiß, also ich glaube, Kasper und der Philly sind auch da wirklich die richtigen Ansprechpartner für die knackigsten Fälle. Und ich sage es gerne noch einmal, 100% der Leute, die ich an euch vermittelt habe, haben gesagt, sensationell, vielen Dank, dass du uns da vermittelt hast. Also von dem her, das ist wirklich ein ernst gemeintes Endorsement. Und dir dann nochmal der wirklich vielen lieben Dank, dass du da zu uns in der Show gekommen bist, dich den Fragen gestellt hast. Und genau, ich glaube, hier kam richtig super an. Genau, der Axel, danke für eure Zeit. Top Gast, es war ein Fest, aber hallo, definitiv. Cool, Axel, dass dir gefallen hat. Der Ralf war sehr interessant. Danke. Die Mandy, danke, Kaspar, mit 5 Ausrufezeichen gleich. Wow. Genau, ich hätte gedacht, 4 höchstens, ne, 5. Sehr spannend. Danke auch euch an euch drei, also uns zwei und den Kasper. Genau. Cool, dass du mit dabei warst wieder, Mandy. Und Dankeschön an Kasper, war sehr spannend, aber hallo.
Danke auch Matthias und Jiki. Da wissen Danke. wir genau, der Adam Danke kann Polnisch richtig gut. Wie gesagt, ich kann nur schön dir. auf Polnisch. Bitte was? Das ist ein Danke auf Polnisch. Achso, genau, Jiki. Und Netwars und das ist Andonki auf Österreichisch. Genau, der Jakob, mein Lieblingsspielzeughändler/SEO, wisst ihr ja. Genau, also Netwars. Und der Stefan, vielen Dank, sehr spannend, geil. Und wie gesagt, Stefan hat vorher angebissen auf Retro-Sliding. Also ich glaube, das mache ich, vielleicht mache ich sogar mal die Woche. Morgen machen wir Sendung. Vielleicht mache ich es am Donnerstag, mache ich mal so eine Retro-Sliding, so eine SEO-Campix-Präsentation von vor 10 Jahren oder so. Genau, vielleicht kriegen wir dann den Stefan oder noch andere Leute rein. Wir haben sowas mal bei Three Two of a Kind gemacht. Vielleicht können wir das mal auch hier in der täglichen Dosis SEO probieren. Das ist halt immer geil, so uralte Präsentationen dann zum Besten zu geben. Und auch der Akif, danke. War mal wieder sehr interessant. Aber hallo, also wie gesagt, hat allen getaugt, hat allen gefallen. Von dem her würde ich sagen, nochmal ein letzter Applaus an unseren grandiosen Gast. Das macht wirklich, dass man es bis nach Berlin hören Merci. kann. Genau, also Merci. haut die Patschehändchen zusammen. Und wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal von unserer Seite. Und ich hoffe, wie gesagt, vielleicht können wir dich bald mal wieder als Gast begrüßen. Für uns war es ein Fest, für die Hörer auch. Vielen lieben Dank für alles, deine Zeit und ja, die wirklich super geilen Insights. Lieben Dank, lieber Kasper. Und ja, bis hoffentlich bald und dann endlich mal wieder mit Körperkontakt, also umarmen. Ja. Kein Zungenkuss, alles cool. Genau. Genau. Also von dem her, Und danke. bleibt gesund, definitiv. Ja, ey, hör auf. Also danke an euch fürs Zuschauen. Genau, bleibt's gesund. Genau, macht's wieder, Alex. Bleibt's gesund. Nee, macht's nicht wie ich. Bleibt gesund. Ja, also jetzt bist ihr wieder gesund. Jetzt bleibst du gesund. Mach's wieder, Alex. Also. Genau, und Happy Optimizing. Macht's gut, alle. Tschüss. Tschüss.